Ich bin Ulrike Köster. Ich bin Chefin von Kösters Kaffeehaus. Den Laden gegründet hat Stefan Köster. Erste Konzession datiert von 1870 als Schankwirtschaft. Und das war mein Urgroßvater. Der vordere Teil hier, das ist alles noch original und denkmalgeschützt. Und wie gesagt, wird eben in fünfter Generation immer noch als Gastronomiebetrieb betrieben. Im Kösters Kaffeehaus gibt es hauptsächlich Frühstück in verschiedenen Variationen. Wir bieten zusätzlich an selbstgebackene Kuchen und hausgemachte Waffeln, Kleinigkeiten zum Mittag und bieten die Räumlichkeiten an für Familienfeiern wie Geburtstage, Hochzeiten oder auch Trauerfeiern. Wir bieten nur hausgemachte Sachen an. Die Kuchen, die ich backe, sind alle selbstgebacken. Nach alten Rezepten von meiner Großtante, Urgroßtante bzw. von meiner Oma. Zu Kaffee, Kuchen und dem Frühstücksangebot haben wir zusätzlich noch Dekoartikel oder Geschenkartikel und Gutscheine im Angebot. Wenn der Gast jetzt was zum Verschenken sucht, wird er auch da bei uns fündig. Kösters Kaffeehaus befindet sich im Herzen von Datteln. Früher Alter Markt, heute Tick, Tick 2 um genau zu sein. Und je nachdem, wie man es sieht, entweder am Anfang oder am Ende der Fußgängerzone. Hier im Café haben wir ca. 60 Sitzplätze und in der Außenterrasse haben wir noch mal ca. 40 Sitzplätze. Wir haben insgesamt drei Räume. Einmal die ehemalige Schankwirtschaft, der linke Raum ist der Frühstücksraum und hinten ist das Kaminzimmer. Also im Moment haben wir zwei Mitarbeiterinnen im Service und eine Mitarbeiterin in der Küche. Mit hier im Service ist meine Schwägerin, die bedient die Gäste hier vor Ort. Mein Lebensgefährte ist mit in der Küche, der macht auch die buchhalterischen Sachen und den Einkauf. So haben wir das alles so gleichmäßig verteilt. Ich glaube, dass die Dattelner, hauptsächlich so die älteren Dattelner, die das auch von früher her kennen, dass sie sehr gerne hierher kommen. Viele loben die Atmosphäre, in der sie hier gemütlich sitzen können. Überhaupt alle alten Möbel sind original alte Möbel, auch von meiner Großtante, von meiner Großmutter, haben wir hier unten reingebracht, dass wir dann eben halt hier diese Atmosphäre wieder herstellen konnten. Wie das so ist, einmal Gastronomie, immer Gastronomie. Und wir machen es wieder seit 5 Jahren mit Herzblut und wird auch durch die Gäste, die Vielzahl der Gäste bestätigt, dass wir da das richtig machen. Kommt vorbei und genießt in unserer urigen Atmosphäre unsere hausgemachten Spezialitäten und unsere selbstgebackenen Kuchen. Wir freuen uns auf euch.